und herzlich willkommen zu einem neuen, nagelneuen Video hier auf seinem Kanal. Und auch. Wir sind heute auf der Kirmes unterwegs, bei Regen natürlich. Super Sommer. Niemand kennt dieses Jahr. Und zwar sind wir jetzt hier in Münster. Da. Auf dem, wie heißt das eigentlich? Kirmes. Freizeitpark Münster. Freizeitpark Münster oder auch Sommersendlight. Wir gehen jetzt hier rein durch die Queue. Sehr lang. Oh. Ich muss noch üben. Wir melden uns, wenn wir drinnen sind. Zutritt nur für die 3Gs, geimpft, genesen oder getestet. Und wir sind natürlich geimpft. Das erste Mal. Wir gehen das erste Mal geimpft in einen Park. Jetzt kommen so Impfhater. Ja, bestimmt, dass wir damit so flexen. Hallo, das ist der neueste Schrei heutzutage, okay, mit seinem Impfen zu flexen. Ich mache jetzt sowas Cooles, so. Willkommen auf dem Senf-Freizeitpark Münster. Wir sind jetzt auf dem Gelände drauf. Für einen Euro. Ein Obolus-Euro. Ein Hygiene-Euro. Und es hat alles sehr gut funktioniert mit unserer erstmaligen, also wir haben nicht unsere Erstimpfung, wir haben zwei Impfungen, als wie man es so kennt. Und wir mussten nur unseren Kopfpass vorzeigen, den wir auf dem Handy haben. Ging einfacher als erwartet. Jetzt gehen wir ja unsere erste Runde und ich denke, erster Stopp wird dann gleich der Breakdance sein. Dieses Jahr auf dem, ja, Send. Der Breakdance Nummer 2 von Bonner, das große Dingen. Und er steht auch direkt vor uns. Da ist mehr dran als im Fredolino. Ja. Da sind nämlich die Geländer und die Figuren jetzt in der Mitte auch wieder drauf. Die waren im Fredolino noch nicht dran. Da waren wir aber auch nicht. Das hat sich irgendwie nicht ergeben, obwohl es ja quasi Katzensprung ist. Ja, und jetzt schnappen wir uns 3,50 Euro und springen mal in den Breakdance. Über 9 Minuten sind wir gefahren, wobei die ersten 3 Minuten wirklich nur rumdümpeln waren. Ja, Stimmung ist natürlich noch nicht so da, aber es ist jetzt nichts Unnormales, wenn man gerade auf einen frisch eröffneten Festplatz kommt. Das ist nämlich heute der erste Tag, wo hier dieser Freizeitpark in Münster stattfindet. Wir können die Maske übrigens noch abnehmen, wenn man hier auf den Wegen ist. Und ja, hinter uns auch eines der nächsten Highlights, das höchste Fahrgeschäft hier. Hoppe, ja. Ich wollte natürlich Hoppe das Popcorn sagen. Nein, extrem von Deinart, 40 Meter hoch, KMG Speed. Direkt daneben, für mich optisch das Highlight hier auf dem Platz, mit dem Breakdance und dem Discojet zusammen vielleicht. Aber endlich mal ein Laufgeschäft, was man gerne wieder sieht. Kein Containerlaufgeschäft, also im weiten Sinne schon. Aber das Ding ist halt aufwendig gestaltet, würde ich mal sagen. Eines der letzten Laufgeschäfte in Deutschland, die so aufwendig gestaltet sind und noch auf Reisen sind. Andere, guckt gerne mal in das Geiselwind-Video von letzter Woche. Ja, da sind ein paar alte Laufgeschäfte, schöne Laufgeschäfte gelandet. Und jetzt hier auf der Reise Pirates Adventure für nur 3,50 Euro. Was ich extrem fair finde, wenn man bedenkt, dass Laufgeschäfte wie Crazy Island von Schneider oder sowas schon 4 Euro nehmen. Gehen wir mal rein. Ist jetzt kein klassisches Laufgeschäft, sondern eher so eine Simulationsanlage. Ich persönlich war bisher nur einmal in der Backstage-Tour da drin, sonst noch nie. Sarah war schon mal drin. Ja. Und ja, wir gehen jetzt mal rein und gucken mal, was das Ding so macht. Ja, ich hab Lust. Ich auch. Also, ich weiß es jetzt gerade nach unserem Geiselwind-Besuch doch immer mehr zu schätzen, dass wir solche Sachen dann doch immer mal lieber noch mitnehmen, bevor sie dann nicht mehr da sind. Anton, ich weiß, wo sie sich verstecken. Okay. Ist sie nass geworden? Da ist ja Wasser. Anton, mach dich so eine Durchschleuderung. Lauf! Ein Zug!
So ein bisschen Disney-Feeling hier gerade mit der Musik. Yo, 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 ja, 8 Minuten waren wir da drin. Wir haben jetzt noch 2 so Mädels mit da drin gehabt, waren sonst ziemlich alleine. Ich finde Atmosphäre, das ist dann nochmal cooler. Sehr viel mit Wasser und Nebel gearbeitet. Also Special Effect hat mir sehr gut gefallen da drin. Also der erste Raum war relativ langweilig. Am besten finde ich den zweiten mit dem Wackeln, ja, und so. Ja. Das ist wie wenn man auf See ist, man hat so Seile, wo man sich festhalten kann. Ja, und halt überall diese ganzen Nebelsachen und so. Das passt halt alles wirklich aufs Timing genau. Wenn ihr Pirates Adventure seht, geht da unbedingt mal rein. Das ist keine Geisterbahn, also nicht falsch verstehen. Es ist ein bisschen gruseliger, aber es ist keine Geisterbahn. Es ist jetzt nicht, dass ihr erschrocken werdet oder so, sondern es ist auch, ich sag mal, kindertauglich. Ich denke mal nicht für jedes Kind, aber es geht halt viel um Piraten und das ist halt genau das Thema, was Kinder anspricht. Nehmt es auf jeden Fall mit, ist eines der letzten wirklich aufwendigen Laufgeschäfte, die es auf der Kirmes noch gibt. Der Rest sind da wirklich nur diese klassischen Glasirrgärten und Pfannhäuser. Und das hebt sich halt wirklich nochmal ein bisschen ab. Wie zum Beispiel auch das Alpenhotel früher oder eben das Tal der Könige, was jetzt in Geiselwind steht. Und davon gibt es da wirklich nicht mehr viele. Vielleicht ist es sogar das letzte, ich hatte es gar nicht im Kopf. Das müsste so ziemlich das letzte. Ja. Also wie gesagt, nehmt's mit. Es ist nicht nur einfach so ein übereinander gestapeltes Ding, sondern das ist richtig atmosphärisch da drin. So, dann gehen wir mal weiter. Nächster Stopp wird wahrscheinlich das Big Monster sein, auf das wir jetzt gleich zulaufen werden. Am Start. Ja, nur hier. Also laut des Jingles. Der ein oder andere ist mit seinem Drifting-Car auch etwas überfordert gewesen. Aber ja, auf jeden Fall sehr cool. Wir haben jetzt ein trockenes Plätzchen gefunden. So in einer Stunde soll es besser werden. Auf die Wetterberichte heutzutage ist auch kein Verlass mehr. Die zeigen meiner Meinung nach nur noch das an, was ich auch sehe, wenn ich aus dem Fenster gucke. Also wirklich krank. Komischerweise, wenn ich jetzt bei Apple zum Beispiel in meinem Handy auf Wetter gucke, wird mir für die gesamte nächste Woche 80% Regen angezeigt. Und soll ich euch was sagen? Ich weiß es besser. Es wird nicht die ganze Woche durchregnen. Besser würde ich das jetzt nennen, aber ich würde es noch nicht gut nennen, weil es immer noch ziemlich ganz gut am Regnen ist. Wir gehen mal Richtung Musikexpress. Der Discojet ist da und der Discojet ist ja ein Fahrgeschäft, was uns bald verlassen wird. Denn es wird eine Neuauflage vom Discojet geben. Heidmann lässt sich nämlich gerade einen nagelneuen Musikexpress anfertigen. Und ja. Bertason. So wie die Autoscooter chasen. So wie die Autoscooter chasen. Ja, cool. Wir gehen jetzt zum Discojet und fahren die alte Variante nochmal. Mal gucken, wie lange wir das noch können. Da hinten hat Sarah gerade entdeckt, kommt schon wieder der blaue Himmel. Ja, mal gucken. Eine Minute, bis die Wolke wieder drüber zieht. Ja. Es ist gerade nicht so stimmungsvoll hier. Ich habe es mir ein wenig schöner erwartet heute, weil ich damit gerechnet habe, dass der Regen erst morgen kommt. Aber ja, blöd gelaufen. Ne? Aber es ist halt, wie ich schon gesagt habe, wir gewöhnungswerksam dran. Letztes Jahr hatten wir so viel Glück mit dem Wetter und dieses Jahr wirklich jedes Wochenende, egal wo wir sind, regnet es. Also, ja, keine Ahnung. Was will man machen? So, dann gehen wir mal hier durch die Reihe zum Discojet, der da vorne steht. Der hat ja, soweit man weiß, ein Dach. Der wird wahrscheinlich auch voll sein. Ist doch gut, Stimmung. Oh. Leute, ich hab's was vorhergesagt. Die ganze Woche wird's regnen. Da hinten ist alles blau. Es hat keine 10 Minuten gedauert. Wir sind jetzt Discojet gefahren. War nice.
Nicht ganz so schnell wie die Mack-Varianten, nee. Aber schon gut. Und wenn ihr hier noch ein Plakat braucht mit Hygieneregeln, hier gibt es kistenweise davon. Was ich hier beim Discojet cool finde, ist der Boden. Das ist so ein Anti-Rutschboden. Der geht halt leider nur bis da. Vorwärts! Guck mal! Die ganze Woche wird trinken, hat Apple gesagt. Und heute mal noch 2 Stunden mindestens. Was wollten wir jetzt machen? Jetzt doch wieder zum Big Monster gehen, ne? Ja gut, dann machen wir das mal. Die Haare sind noch viel zu trocken. Die Sonne scheint? Ja, sorry. Natürlich nicht. Wir haben ja Sommer 2021. Da kann man sich nicht auf das Sonnenschein verlassen. Ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock bei dem Wetter. Schade, schade, schade. Ich habe mich jetzt mal hier vor den X-Faktor begeben. Der steht direkt gegenüber vom Big Monster und dem großen Riesenrad hier in Münster dieses Jahr. Und ja, weiß ich nicht. Ich habe gerade noch mal zugeguckt. Ich bin im letzten Jahr wirklich kein Freund mehr vom X-Faktor. Ich werde da jetzt auch nicht einsteigen. 4 Euro Fahrpreis für um die 5 Minuten Fahrt. Geht auch völlig in Ordnung, sage ich auch nichts gegen. Aber es wird nicht rekommandiert. Die Musikauswahl ist wirklich meiner Meinung nach für ein Geschäft dieser Art hier na, schon eher grottig. Und man hört auch nichts. Also ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber es ist ganz, ganz leise. Also es ist überhaupt keine Stimmung bei dem Laden. Ich weiß, er steht mittlerweile wohl auch zum Verkauf. Genauso wie Extrem, der auch hier steht. Aber weiß ich nicht. Da kann man so viel draus machen. Und ich finde, es ist ja eigentlich auch ein wirklich schönes Geschäft. Aber irgendwie wird da in den letzten Jahren wirklich gar nichts mehr rausgeholt. Währenddessen hier am Big Monster für 2 Leute, 3 Leute, die gerade drin sitzen, richtig Rambazamba gemacht wird. Das ist für mich halt das komplette Contest-Programm. Gucken wir uns mal ein bisschen oben. Jetzt gerade ist auch so ein bisschen Sonnenschein wieder rausgekommen. Wobei es da auch wieder dunkel wird. Also heute ist wirklich ein blöder Tag. Richtig Gegengewicht. Oh, haben wir ein Glück, Sarah. Oder auch nicht. Wir hängen nur im Glück. Wir waren jetzt im Extrem. Für 2,5 Minuten sind wir gefahren. Ohne oben stehen bleiben. Wir hatten auch kein Gegengewicht. Gott sei Dank, denn hinter uns saß nur so ein Pimp mit 20 Kilo oder so. Und wenn man dann oben stehen bleibt, dann steht man so. Das ist immer so ein bisschen Bauchkribbeln pur, sag ich dir. Wettertechnisch haben wir jetzt ein bisschen Glück gehabt. Wir sind jetzt extra noch mit Sonnenschein hier reingesprungen, aber es kann sich jede Minute ändern. Haben wir das auch geschafft? Ein Offride müsste ich noch machen. Oh, jetzt müssen wir noch mal 2 Minuten warten. Ja. Es wird nämlich auch irgendwie nur mit einer Gondel gefahren, obwohl da noch Leute stehen. Wenn da keiner fährt, dann noch länger. Da steht aber doch einer. Ach, da stehen ja welche. Jetzt haben wir es geschafft hier in Münster. Wir machen uns auf den Weg nach Rheine, dort die Kirmes zu besuchen. Mal gucken, wie es da so aussieht. Uns erwarten noch mal ein paar andere Geschäfte. Für mich hatte ich irgendwie das Gefühl, gerade dieses Regen-Sonnenwetter, ja, hat die Schausteller so ein bisschen schlecht gelaunt gemacht hier. Und ja, die Fahrten waren dementsprechend auch alle ein bisschen unemotional. Selbst der Breakdance, der gerade fast voll gefahren ist, hatte auf einmal, da weiß ich nicht, eine Stimmung, da hat so ein bisschen Endzeitstimmung gehabt da. Nur gemerkt für 10 Minuten. Ja, 10 Minuten Fahrt und da merkt man ja schon, dass man irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, nicht bei der Sache war oder keine Ahnung. Ich finde das immer so ein bisschen schade, aber das liegt halt am Wetter. Wenn am Platz nichts los ist und keine Leute da sind, dann verarbeitet man die natürlich auch nicht entsprechend. Ja, das kann ich nicht sagen. Also leer ist es definitiv nicht mehr, aber ja, es fährt keiner was und weiß ich nicht, ist irgendwie ein bisschen schwierig aktuell. Wir machen uns mal auf den Weg nach Rheine, gucken, was da so läuft und hoffen, dass da das Wetter ein bisschen besser ist. Ja. Die Chancen stehen ganz gut, aber
ich traue dem Wetter auch alles zu. Weil auf Wetterberichte können wir uns ja auch nicht mehr verlassen. Gut, hier ist der Ausgang, aber Sarah braucht noch Popcorn von der Popcornbude. Ja. Ja, willst du sie noch mal benennen? Hoppe. Hoppe, Hoppe, Reiter. Wenn ich fällt, dann. Das beste Popcorn auf der Kirche. Ja, dann, wenn ihr Sarah zustimmt, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, die Konzertorgel legt jetzt nicht los. Die ist nämlich sehr laut. Naja, wir holen uns jetzt Popcorn und dann geht's auf in Richtung Rheine. Rheine. Ist nicht weit von hier. Wir haben jetzt Münster verlassen und sind in Rheine angekommen. Bei super bestem Wetter. Es regnet nämlich mal wieder. Wir haben Münster bei Sonnenschein verlassen, waren bei Five Guys essen, bei bestem Wetter und sind jetzt bei Regen in Rheine angekommen und hören schon den Breakdance vom Welte. Wir gehen jetzt zum Platz und dann sehen wir uns dort wieder. Wir haben jetzt hier unseren komischen Zettel ausgefüllt. Ein Test ist jetzt hier nach aktuellem Stand nicht erforderlich gewesen. Es ist auf dem gleichen Platz, wo auch die normale Herbstkirmes in Rheine stattfindet. Die findet ja auf zwei Plätzen statt. Wir sind jetzt auf dem Elisabethplatz, dem etwas größeren Platz. Der ist aber nicht voll bebaut, wie ihr seht. Hier in der Mitte ist nichts und außenrum dafür umso mehr. Wir haben einmal den Devil Dance von Welte, den Breakdance von Welte, den Musikexpress von Nicht-Welte, Noack Arendt. High Impress ist mit dabei. Wir gehen jetzt natürlich, wie man es von uns kennt, erstmal zum Breakdance, um dort was zu tun? Breakdance, super. Ja, einmal rein in die Maschine. Schlecht geworden. Ja, wir haben ja gerade erst gegessen. Schön fettig. Ja, eben. Schön viel getrunken. Ja, und jetzt alles nochmal gemixt. Ja, das war Breakdance. Der steht jetzt hier auf dem Elisabethplatz. Da, wo normalerweise der Bonner Breakdance steht. Aber wie ihr das wisst, steht der in Münster. Wir haben gerade gemerkt, dass alle Fahrgeschäfte quasi hier nebeneinander aufgereiht sind. Fast alle, bis auf ein einziges. Das steht nochmal da hinten. Das ist der Musikexpress, der mir sehr gut bekannt ist. Der steht nämlich immer bei uns in Lüdenscheid. Der Musikexpress von Noack und Arendt. Und wenn wir dann noch eine Reihe weitergehen, da steht ganz hinten der High Impress. Den habe ich ja gerade schon erwähnt. Und dazwischen, zwischen Musikexpress und High Impress, steht, denke ich, das Highlight hier aus Rheine, der Robotics. Ja, nach Essen der zweite Platz erst in Nordrhein-Westfalen. Und ja, hier habt ihr jetzt wieder die Chance, den Robotik, ein nagelneues Fahrgeschäft, das erst letztes Jahr im März Premiere feierte, auszutesten. Wir gehen jetzt mal eben dahin und da müssen wir mal gucken, ob die Sarah das noch aussieht. Keine Robotik! Ja, mehr brauchen wir eigentlich nicht sagen. Das machen wir jetzt. Von 6 Minuten gelabern? Ja. Ja, war auf jeden Fall wieder eine interessante Fahrt. Die blauen Flecken auf den Schultern sind schon vorprogrammiert. Und ja, wie gesagt, zweiter Platz in Nordrhein-Westfalen. Wir werden das Ding demnächst wahrscheinlich noch ein bisschen häufiger antreffen. Aber da sage ich nicht nein, ist auf jeden Fall sehr nice. Dann gehen wir mal 5 Meter weiter diesen Gang runter. Weil wir haben ja gelernt, dass hier alles nebeneinander steht. Und dann haben wir hier links den High Impress stehen. Schön vor Kopf. Da machen wir jetzt mal kurz ein Video, weil die Sarah noch mal kurz verdauen muss. Nee, aber wir werden es noch frei machen. Okay. Der Himmel ist noch so gut. Der Himmel ist blau. Die Wolken sind weggezogen. Und ja, dann können wir uns ein Ticket lösen und eine Runde fahren. Herr Impress, sind wir das letzte Mal wo gefahren? Münster? Nee. Kaiserswerth.
morgens, ja. Kaiserslautern sind wir nicht gefahren. Nee, da war ja dann Regen. Richtig. Ich hab Bock, weil das Ding richtig reinfetzt. Das Pendant Kickdown steht übrigens aktuell in Hamburg. Da findet ja seit langer, langer Zeit endlich mal wieder der Dom statt. Da werden wir aber höchstwahrscheinlich leider nicht sein, für alle, die jetzt schon fragen. Und dann rein in die Kiste da. Jetzt liege ich gleich hier. Hat geregnet, ist übrigens frisch lackiert. Nice! Hier gibt's noch die Special Effects. Hier gibt's noch eins. Wasser. Wasser gibt's hier auch. Das Erlebnis ist nach der Fahrt noch nicht zu Ende. Heroes ist Augen in Reine. Hier ist richtig Ramachamba. Mit den Quality-Karussells, richtige Quality hier. Wir müssten eigentlich noch einen schnellen Musikexpress fahren. Wo kann ich denn die Tasche? Kann ich die da hin? Ja. Wahnsinn. Außen oder innen? Stark wie halt. Die Welt innen. Macht das einen Unterschied? Nö, ja doch. Außen ist ein bisschen schneller. Wir sind wieder da. Letzte Runde, ab in die Maschine. Ach ja, ich werde zu alt für die Dinger. Ich glaube, das sage ich jedes Mal, ne? Aber nee, die gehen auf den Rücken, das ist unfassbar. Hier ist ja voll die Überschwemmung, ey. Wir müssen da rüberkommen. Da kann man ein Video machen. Sarah hat den schlaueren Weg genommen. Stimmung ist auch hier nicht ganz so da, aber hier ist mehr als in Münster. Da muss man schon sagen. Auch hier fahren die Leute nicht. Mit dem Unterschied, dass der Platz hier nicht ganz so voll ist. Also es verläuft sich sehr. Man hat auch hier sehr, sehr, sehr breite Wege und nicht diesen klassischen Kirmesrundlauf. Ihr seht es hier. Das asphaltiert ist normal der Kirmesrundlauf. Hier, wo jetzt der Hero steht, steht sonst der Takeoff von Ruppert. Und ja, man nutzt es nicht ganz so aus und man baut das Geschäft nicht direkt an den Weg, sondern weiter weg, damit man eben mehr Platz schafft hier in diesem Pop-Up-Freizeitpark. Es ist gerade gute Stimmung beim Break, denn ja. Deswegen fahren wir noch eine Runde. Ja. Wir haben ja extra 4 Tickets gekauft, das war ein bisschen billiger. Hier wollt ihr überhaupt noch mehr? Ja! Ist ja nicht höre nichts, wollt ihr noch mehr? Ja! Haben eigentlich alle noch mal richtig Party gemacht. Wir sind gerade Robotics gefahren auch noch. Wir hatten eine richtig geile Fahrt Robotics. Auch übelst lang und diesmal nicht nur rumgestehe, sondern auch fahren. Und die haben Sauerland gespielt, warum auch immer. Wir sind hier volle Kanne im Münsterland, aber ja. Ja, wegen uns. Man weiß ja auch, wo wir herkommen. Wir müssen jetzt rausgehen, da müssen wir nochmal eine Schlange anstehen, weil wir müssen jetzt nochmal 2 so Chips abgeben und unseren Zettel, den wir ausgefüllt haben vorhin. Jetzt du aber, ne? Ja.
Da hinten stehen ganz viele Fahrgeschäfte nebeneinander und wir verabschieden uns aus Rheine und sagen bis zum nächsten Mal von einem anderen Kirmesplatz oder aus einem anderen, weiß ich nicht was. Und ja. Tschüsseli.